David, ich bin ganz überrascht, also optisch, weil du eigentlich aussiehst wie immer. Ja, natürlich wunderbar, ja, aber irgendwie wie immer, denn du hast ja gerade vor der Kamera gestanden für die Verfilmung von Paganini, also vom Leben von Paganini, und dafür musstest du dich optisch, glaube ich, ganz schön verändern, oder? Ja, war eine interessante optische Veränderung, und ich hatte die Haare sehr, sehr dunkel gehabt im Charakter von Paganini. Und ein Riesenbart. Und ja, diese Sideburns, diese Koteletten. Und war natürlich eine Umstellung, das muss ich sagen. Aber vielleicht auch in diesem Sinne sehr, sehr gut, weil man sich selber nicht gefühlt hat, wie man selber. Was begeistert dich so an Paganini, dass du dieses Projekt angestoßen hast? Du spielst nicht nur die Hauptrolle, du hast also wirklich initiiert, dass es diesen Film überhaupt gibt. Drehbuch mitgeschrieben, Soundtrack war natürlich was ganz, ganz, ein ganz, ganz großer Traum von mir, sowas mal zu machen. Paganini natürlich für jeden Geiger eine ganz, ganz große Instanz. Man versucht sich. Der Teufelsgeiger. Ja, man soll es jetzt gar nicht mal so romantisieren, aber es, sag mal, auf der rein praktischen Ebene einfach muss man als guter Geiger diese Musik spielen können. Ich sage nicht, dass Technik das Allerwichtigste ist, aber es ist Voraussetzung, um einfach frei gute Musik zu machen. Insofern ist Paganini da wirklich die Instanz, die man wirklich so früh wie möglich versucht, gut zu spielen. Welche Ähnlichkeiten gibt es zwischen dir und Paganini? Also ich er war glaube, ja auch ein auffälliger Musiker, der Skandale hatte, der irgendwie auch optisch auffiel. Das frage ich ja gerade. Sagen wir es mal so, ich glaube, dass die emotionale Palette, die man als sehr, sehr junger Musiker miterlebt, gerade wenn man sehr, sehr früh anfängt, Konzerte zu spielen und dann auch früh Karriere macht, das sind Sachen, da habe ich mich natürlich super mit identifiziert, und das war ja auch sein Werdegang gewesen, hat er sehr, sehr früh angefangen zu spielen und auch erfolgreich zu spielen. Und sagen wir mal so, das war schon ziemlich einfach, sich dann auch in die Figur hineinzuversetzen. Du bist ja der Hauptdarsteller des Films. Hast du vorher Schauspielunterricht genommen oder hast du gesagt, ich spiele einen Geiger, das bin ich, brauche ich nicht? Also der Direktor Bernard Rose hat mir nahegelegt, es nicht zu machen. Nun bin ich jemand, der nicht daran glaubt, vom Nichtstun, dass man irgendwas erreicht. Das heißt, ich habe dann doch ohne sein Wissen Schauspielunterricht in New York genommen für ein paar Monate, weil ich glaube einfach, dass man sich auch so weit wie möglich immer auf alles sehr, sehr gut vorbereiten sollte. Und das habe ich dann gemacht, aber wie gesagt, nicht offiziell. Schöne Grüße an Bernard. Jetzt hat er es erfahren. Hilft ihm. Also sagen Sie, das hat er richtig gemacht, heimlich Schauspielunterricht zu nehmen? Ach, heimlich oder nicht, aber ich glaube, wenn das Bedürfnis da ist, finde ich, sollte man das auf alle Fälle tun. Und es ist ja in Amerika, also es ist nur bei uns nicht gang und gäbe, aber sonst arbeiten die Schauspieler alle mit einem Coach und arbeiten das Buch mit jemandem, so einem Personal Coach, durch. Das ist nur hier in Deutschland, hat sich nicht durchgesetzt. Auch dieses, zum Beispiel Dialect Coach, dass du mit verschiedenen Dialekten hier arbeitest. Das ist in Amerika und in England gang und gäbe, das wird hier nicht so gemacht. Gilt auch ein Stück weit, dass man sich wohlfühlt. Ja, finde ich auch, dass man sich sicher fühlt, dass man sich nicht beherrschen lassen will, dass man es nicht kann. Es kommt eine Angst darauf an, so, dass man jemanden auch Gutes da findet. Also ich habe da viel Glück gehabt über die Produzentin, dass mir jemand nahegelegt wurde, der nicht angefangen hat, mich als Schauspieler auszubilden, sondern einfach, wie das auch in der Musik immer ganz, ganz wichtig ist, einfach zuzuhören, zu reagieren, nicht zu agieren. Genau. Das war sehr gut. Es gibt auch eine Nacktszene in dem Film, das muss ich natürlich sagen, wir haben ja auch weibliche Zuschauerinnen. Ich frage aber weiter, denn ich weiß, dass du Tätowierungen hast. Mhm. Wie hat man das Problem gelöst? Die wurden dann Stunden vorher abgedeckt. Also da stand ich irgendwie um 5 Uhr morgens auf. Also wir haben dann immer jeden Morgen so gegen 9 Uhr angefangen zu drehen. Also da muss ich wirklich sagen, großen Respekt den Schauspielern. Also die Uhrzeiten sind beim Musizieren etwas schöner. aber es war halt, wie gesagt, eine Herzensangelegenheit, das zu machen. Und, aber mit den Tattoos war das schon ein bisschen schwierig, gerade weil ich auch in einer Szene in der Badewanne lag. Und ich freue mich auf den Film. Da musste wirklich dann mit Alkoholfarbe.
auch witzig, wenn sie dann anfangen mit dem Föhn die Alkoholfarbe versuchen zu trocknen. Und ich habe ja ein Tattoo hier, so in der Richtung. Oh, das ist und das die Fledermaus? Ja, genau. Nicht, dass ich sie schon gesehen hätte. Ja. Das kam aber jetzt in der Bild-Zeitung stand, dass da eine ist. Genau, richtig. Woher wissen die das? Keine Ahnung, die recherchieren gut, keine Ahnung. Gute Quellen offenbar. Okay, lassen wir es dabei. Du hast vorhin gesagt, es gibt eine große Ähnlichkeit zwischen dir und Paganini biografisch, weil natürlich Paganini auch schon sehr früh anfangen musste. Ja, die gibt es ja also im Vergleich zu vielen, vielen Musikern, die jung anfangen. Also, ja. Er hat, glaube ich, von seinem Vater Violinunterricht bekommen, Paganini. Richtig. Ja. Und hat da auch also viele, viele Stunden am Tag, wie jeder natürlich Berufsmusiker, gesessen. Ja. Das war bei dir genauso? Ja. Wenn du uns mal kurz beschreibst, wie deine Kindheit da aussah? War sehr diszipliniert. Mein Vater hat, wie gesagt, mich an die Geige herangebracht. Mhm. Und ich muss sagen, er war da auch sehr, sehr streng gewesen. Hat motiviert zum Üben. Mhm. Und das natürlich auch viele Stunden am Tag. Wie viele Stunden? Also ich weiß, dass es mit Sicherheit 3, 4, teilweise auch mehr gewesen sind, ab einem Alter von 5, 6, 7 Jahren. Und konntest du auf eine ganz normale Schule gehen? Hast du dann nachmittags geübt? Ich habe immer versucht, bis zum Gymnasium das einigermaßen hinzubekommen mit der Grundschule. Hat mal besser, mal schlechter geklappt. Mhm. Und dann irgendwann mal kamen meine Eltern auf die Idee, mich aus der Schule rauszunehmen, damit ich mehr Zeit habe auch zum Reisen, zum Konzertieren und halt auch zum Üben. Mhm. Das fand ich jetzt nicht so toll in dem Moment, aber naja. Wie denkst du denn heute darüber? Denn ich meine, letztlich ist natürlich dein Erfolg auch ein Produkt daraus, dass deine Eltern dich da gedrillt haben. Ist dasselbe genau wie bei, ich glaube, mit dem Sport zu vergleichen, auch bei den Nationalspielern. In dem Moment, wo du das wirklich mit Leidenschaft machst, ob du gedrückt wirst oder auch nicht, wird es irgendwann mal von Erfolg gekrönt, wenn du das Talent hast. Und mir tun halt nur die Leute wirklich leid, die in der Situation sind und dann im Endeffekt das nicht mit dem Herzen machen, weil dann wird es ganz, ganz schwierig im Alter 16, 17, 18. Wollen sie es dann nicht mehr? Wurden zwar gedrückt, haben ein Stück weit sicherlich auch ihre Kindheit verloren. Und dann können nicht mal das als Beruf oder als Berufung sehen. Und dann wird es tragisch. Mhm. Okay. Daniel Kehlmann hat gesagt, die Wurzel ist das Wollen. Thomas Mann zitiert. Bierhoff, frage ich. Die jungen Nationalspieler, die die große Karriere machen, sind die gedrillt worden oder dürfen sie das so nicht sagen? Es ist immer schwer, da eine generelle Aussage zu machen. Was ist Ihre Beobachtung? Kennen Sie Fälle von Drill? Erlebt man in der Jugend immer wieder. Und tun, tun Ihnen diese Jungs leid? Ja, sicher. Aber nicht nur im Fußball, auch im Tennis oder in anderen Sportarten, wo man dann sieht einfach, es gibt ehrgeizige Eltern und die Kinder können das eigentlich nicht erfüllen, was die Eltern sich erhoffen. Dann ist es tragisch. Ich glaube auch, bei mir war es auch ein bisschen, dass natürlich ein Anschieben von den Eltern auch kommen kann, auch eine Unterstützung. Ganz ehrlich gesagt, ich würde auch sagen, es geht auch gar nicht ohne. Geht auch gar nicht ohne? Es geht wirklich gar nicht ohne. Also wenn man auch so zurück in die Geschichte guckt, auch an Mozart, so gut er war in dem Alter, da gab es einen Leopold. Also es ist immer wirklich ein Stück weit so, dass auch wenn man ganz, ganz viel Talent hat, man macht es sicherlich ein Stück weit freiwillig, aber so diese Grenze auch der Disziplin zu lernen, das geht als Kind meines Erachtens nicht. Es kommt dann immer wieder darauf an, wie man motiviert. Also was ich immer nahelegen würde, wenn man ein Kind zum Beispiel, wenn man Geige spielt, zu Konzerten mitnimmt. Weil ich glaube, gerade auch beim Fußball, wenn man sich das auch zusammen anguckt, dass da so eine Motivation entsteht, da will ich auch mal hin. Und das finde ich positive Motivation. Hey, wenn Sie das so hören, Herr Brandt, sagen Sie, was für ein Glück, ein Spätzünder zu sein? Ist halt mein Weg. Ich tue mich da sozusagen. Ich glaube, dass das auf diesem Niveau, über das wir da jetzt gerade sprechen, wirklich so individuell ist, dass das ganz schwer ist, da eine generelle Aussage zu treffen. Ich glaube, dass es in erster Linie darum geht, einem angemessenen Weg zu finden. Das ist jetzt zugegebenermaßen natürlich in der Schauspielerei leichter als sozusagen ich. Also hätte ich den Wunsch gehabt, mit 40 Profifußballer zu werden, wäre ja sozusagen relativ klar gewesen, was daraus wird. Also man muss halt, ist ja auch so metierabhängig, nicht? Aber ich, also
klar, das stimmt schon, dass das letztlich ist es ja, wenn Leute außergewöhnlich begabt sind, egal worin, dann setzt sich da das auch durch ich wundere mich nur, also komischerweise habe ich ja den Eindruck, es gibt eine Tendenz, dass in den verschiedensten Bereichen immer früher zur Vollendung gestrebt wird. Die Menschen werden aber immer älter. Das ist eigentlich ja widersinnig. Ja, könnten wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen. In meinem Sinne wäre es auf jeden Fall. Okay. David, du hast dann irgendwann gesagt, ich emanzipiere mich jetzt aus diesem Elternhaus und ich ziehe jetzt mein Ding durch. Und ich glaube, das war relativ in der Zeit, als du gesagt hast, ich gehe jetzt nach New York und mache da mein Ding. Richtig. Ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Geschichte, wenn man das Alter natürlich erreicht, wo man selber sich beweisen möchte, was man kann, was man nicht kann. Und auch ein Stück weit natürlich seine eigenen Fehler, Entscheidungen treffen möchte. Und das war dann halt für mich die Entscheidung, ich muss von zu Hause weg, so wie das viele 18-, 17-Jährige machen. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, halt nach New York zu ziehen, weil ich immer in die Musik verliebt war. Ich noch nicht wusste ganz genau, ob ich mit diesem Instrument das mein Leben lang machen möchte, aber ich wollte schon ein Musikstudium machen. Du lebst ja immer noch in New York, zumindest größtenteils, ja. Mit deinem Bruder in einer WG. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wir sehen uns kaum. Er arbeitet natürlich macht was ganz anderes, ist gelernter Rechtsanwalt, auch sehr, sehr guter Pianist, aber sag mal so, das auf der Bühne stehen war nie was für ihn gewesen. Und wir verstehen uns sehr, sehr gut. Also wir ergänzen uns, gerade weil er auch ein Stück weit mein Leben so gut kennt. Ich glaube, da ist ein sehr großes Verständnis auch da, wenn ich halt auch Fehler mache, und genauso ist das auch bei mir mit ihm. Gibt es Frauen, die bei euch wohnen, also über Monate? Nein. Abgesehen davon. Frag mal, sag ich. Ich weiß es nicht, ich bin ja so selten da, vielleicht ist es ja so. Muss ich meinen Bruder mal fragen. Aber könnte es überhaupt eine Frau geben, die bei dir die erste Geige spielt? Ist sehr schwierig, das kann ich nicht so beantworten. Mit Sicherheit, wenn man sich wirklich mal... Also, wer nicht. Weil ich es noch nicht so richtig erlebt habe. Für mich war bis jetzt in meinem Leben immer die Musik das, was mich ausbalanciert. Und ich habe auch nie erlebt, in einer Beziehung zu sein, wo ich gesagt habe, ich verbringe lieber Zeit mit dir, als mich mit der Musik zu beschäftigen. Judith, bist du jetzt erleichtert? Nee, ich denke wirklich drüber nach, weil ich habe mich natürlich mit Freundinnen unterhalten, ja, und die haben alle gesagt, ach, wenn der erstmal die Richtige kennenlernt, und ich glaube, es ist nicht so. Ich glaube, es ist so, wenn man so viel Leidenschaft für etwas hat, wie er für seine Violine und für sein Spiel, dann ist man so passionate für diese eine Sache. Ich kann es mir auch ganz schwer vorstellen. Also, aber ich glaube nicht, dass sich sowas ausschließt. Ich glaube, das hat immer nur mit der Vorstellung zu tun, dass man sich keine Räume lässt, glaube ich. Also ich finde so... Ich weiß es nicht. Also wenn es passiert, braucht ihr irgendwas? Nee, aber die Fall kommt von denen. Ach so, ich wollte gerade sagen. Ja. Die Nebelschwaden kommen. Altes Holz brennt schnell deswegen. Oh, alles um die teure Stradivari. Wie teuer war das Instrument? Ich habe es, naja, es war teuer gewesen, aber das war natürlich auch große Liebe gewesen in diesem Fall. Weil ich habe ein paar Minuten drauf gespielt und ich habe das nie erlebt, dass wirklich so eine Natürlichkeit dann auch bestand, dass ich nicht mich einstellen musste auf das Instrument, sondern es ging direkt so und es war direkt ein tolles Zusammenspiel. Und dann war meine erste Frage, was wollt ihr denn dafür haben? Und dann hat man sich halt hingesetzt und über Zahlen nachgedacht und dann ist das irgendwie, hat's geklappt. Okay, es war also Liebe auf den ersten Blick. So wie du über die Geige sprechen, genau. Normalerweise Männer über ihre Ehefrauen, zumindest in den ersten Monaten. Aber ich würde ganz gerne jetzt mal das da unten hervorholen. Magst du das mal machen? Ja, ich muss mich auch so ein bisschen Stück weit verkabeln. Wir dürfen uns ja noch auf einen Auftritt von dir freuen. Und warte, du darfst dich erst vorbereiten. Achso. Warte. Fällt mir schon alles aus der Tasche. Noch? Warm machen? Ja, ist okay. Geht spät momentan. Nee, das wird eventuell hier, eine Sekunde dauern. Wir müssen das kurz aufklären. Wir haben hier ein warmes Tuch bekommen, weil du eigentlich deine Hände, wenn es gut werden soll, aufwärmen musst. Ja, aber ich habe jetzt die Geige die ganze Zeit in der Hand gehabt und irgendwie so da rumgedudelt. Das geht nicht. Momentan Guck mal, so. Jetzt haben wir dir extra so ein Läppchen hier hingeholt und du das möchtest sehr, sehr nicht. Lieb von euch, aber irgendwie jetzt...
brauche ich es nicht mehr. Aber es ist gut, dass es da ist. Hätte ja anders sein können. Du musst dich noch mal einmal ganz, ganz kurz hinsetzen, weil du musst uns noch einmal kurz erklären, was wir jetzt gleich hören werden. Von dem neuen Album Music. Richtig. Ein Stück, das ist klar, Viva La Vida von Coldplay in der neuen Version. Aber du benutzt ein technisches Hilfsmittel, sogenannte Loops. Und das musst du uns kurz erklären. Also Loops bedeutet, das werdet ihr auch gleich sehen, wenn ich, das muss ich erstmal ein bisschen ausholen. Das Stück basiert auf 4 Takten, die immer dieselbe Harmonie unterliegen. Und das habe ich mir natürlich zunutze gemacht. Die ersten anderthalb Minuten des Stücks loope ich erstmal verschiedene Parts des Stücks und kreiere somit so ein eigenes Orchester, was ich live einspiele. Das heißt, loopen heißt, du nimmst Teile auf von dem, was du gerade live gespielt hast? Genau, dafür habe ich so ein kleines Pedal. Das fängt dann damit an. Dann drücke ich das Pedal, dann läuft es weiter und dann mache ich die zweite Stimme durch. Du erschaffst dir also dein eigenes Orchester. Genau. Deine eigene zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Geige. Gut, wir dürfen dich auf die Bühne bitten. David Garrett. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass viele weibliche Fans jetzt denken, David Garrett quasi reproduziert. Das würde mir auch gut gefallen. Wir machen das aber nur musikalisch. Jetzt hier bei uns auf der Bühne von seinem neuen Album Music. Ja, wir hören Viva La Vida von Coldplay, David Garrett.